الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Meine Brüder, meine Schwestern, unser Vortrag heute lautet Sufismus, der irreführende Weg. Sufismus, der irreführende Weg. Meine lieben Brüder und Schwestern, das Wort Sufismus war zu der Zeit des Gesandten sallallahu alaihi wasallam der Sahaba oder der Tabi'in nicht bekannt. Es kam zu der Zeit auf, als eine Gruppe von Asketen auftauchten, die Wolle auf Arabisch Suf trugen, worauf ihnen dieser Name gegeben wurde. Es wurde auch gesagt, dass der Name von dem Wort Sophia, das im Griechischen Weisheit bedeutet, abgeleitet ist. Das Wort ist nicht von As-Safa, was bedeutet im Arabischen Reinheit, wie einige von ihnen behaupten, denn das Adjektiv, das von As-Safa abgeleitet ist, ist Safai, nicht Sufi. Das Auftauchen dieses neuen Namens und der Gruppe, für die er angewendet wird, verschärft die Teilung unter den Muslimen. Die früheren Sufis unterscheiden sich von den späteren Sufis, die Bida', nämlich Neuerung, in großem Ausmaß verbreiteten und Schirk sowohl in kleiner als auch in großer Form allgemein machten unter den Leuten. Genauso wie die Neuheiten, von denen der Gesandte sallallahu alaihi wasallam uns warnte, als er sagte: Hütet euch für erfundene Dinge, denn jedes erfundene Ding ist eine Neuerung und jede Neuerung ist ein Irrgehen. Berichte von At-Tirmidhi, der sagte, dass es Hassan Sahih ist. Meine lieben Brüder und Schwestern, schauen wir zunächst einmal auf die Geschichte des Sufismus. Der Sufismus erreichte eine organisierte Form gegen Ende des 3. Jahrhunderts nach Hijra, 623 nach Christus. Als der wohlbekannte und berüchtigste Sufi-Lehrer Al-Hussein ibn Mansur Al-Hallaj seinen höchsten abwesenden und unislamischen Glauben ausrief. Die islamischen Rechtsgelehrten sprachen während dieser Zeit bestimmte Fatawa Rechtsgutachten, denn den Glauben und die Vorstellung von Al-Hallaj verdeutlichen Unglauben erklärten. Folglich wurde er 309 nach Hijra hingerichtet. Trotzdem, was Al-Hallaj zugestoßen war, verbreitete sich der Sufismus in vielen Gebieten weiter aus, wie in Persien im Besonderen und auch im Irak. Was Persien betrifft, war Abu Sa'id dabei behilflich, den Sufismus zu verbreiten, da er einen besonderen Orden für die Sufis gründete, der Al-Khanat genannt wurde und der als Sozialclub der Sufis diente. Später nahmen anderen Sufis diese Gewohnheit an, indem sie ihren eigenen Khanat gründeten, und so begann im 4. Jahrhundert nach der Hijra die Sufi-Turuq, Plural von Tariqa, von denen jede als eine bestimmte Sufi-Schule betrachtet wird, zu erscheinen, besonders in Ägypten, Irak und Marokko. Während des 6. Jahrhunderts nach Hijra behaupten viele Sufis, die ihren eigenen Turuq begonnen haben, dass sie direkte Nachkommen des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam seien. Sie taten dies, um die Unterstützung und Treue des allgemeinen Volkes zu erreichen, so dass sie empfänglich für die Mythologie der Sufis werden würden. So nahmen viele Menschen die Sufi-Turuq an, wie zum Beispiel die Turuq einiger berüchtigter Sufi-Lehrer wie Al-Rifa'i im Irak und Al-Badawi und Al-Shazili in Ägypten. Viele andere Sufi-Turuq erscheinen und breiteten sich über die ganze Welt aus. Während der Zeit zwischen dem 6. und dem 8. Jahrhundert nach der Hijra wurde die Sufi-Turuq sehr beliebt bei vielen unwissenden und irregeleiteten Muslimen. Viele neue Sufi-Sekten erscheinen und als Folge davon wurden viele Denkmäler um die Gräber herum gebaut, um den Drang der Sufi zu erfüllen, die Toten statt Allah subhanahu wa ta'ala im Bittgebet zu rufen. Die Dynastie der Fatimiyya, die in Ägypten, Syrien und anderen Teilen der muslimischen Welt erschienen und die behaupteten, direkte Nachkommen von Fatima, die Tochter des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sein,
helfen bedeutsam beim Verbreiten des Sufismus. Darum würde die Praxis des Aufstellen von Denkmälern und die Gräber herum sogar noch ausgedehnter, so wie die Denkmäler, die um das angebliche Grab von Al-Hussein ibn Ali radiallahu anhu und um das Grab von Sayyida Zainab, einer Enkelin des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, stehen. Die Fatimis begannen die Neuerung des Feiern des Geburtstags des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Zusammen mit dem Erfinden vieler anderer Neuerungen und abweichender, irregeführten Praktiken. Das Khalifat der Fatimiyya ließ zahlreiche Sufi-Sekten in der muslimischen Welt frei, sodass sie die Irreführung überall, wo sie hingingen, überbringen und predigen konnten. Als das 11. Jahrhundert nach der Hijra begann, gab es bereits tausende Sufi-Sekten, die in der muslimischen Welt aktiv waren. Diese traurige Situation, meine Brüder, meine Schwestern, dauert bis zur heutigen Zeit an, in der gesagt wird, dass gegenwärtig mehr als 60.000 Sufi-Turuq, nämlich Orden, in der ganzen Welt verbreitet sind, nicht nur in den muslimischen Ländern wie zuvor. Während des 8. Jahrhunderts nach Hijra war ein großartiger Imam besonders aktiv beim Bekämpfen aller Arten der Abweichung im Glauben und in der Ausübung, sowohl mit seiner Zunge als auch mit dem Stift. Seine Verteidigung des wahren islamischen Glaubens und der richtigen Aqida, besonders gegen den Sufismus, hatte und hat immer noch gewaltige Auswirkungen auf die nachfolgenden Generationen, die nach ihm kamen. Es war Imam Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, der gefolgt wurde von seinem berühmten Studenten. Alle selbst Imame, wie zum Beispiel Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, Ibn Kathir und al-Dahabi und viele andere. Diese sehr bekannten Studenten von Ibn Taymiyyah rahimahullah trugen das Vermächtnis ihren großartigen Lehrers weiter und verteidigten die Unverfälschtheit des islamischen Glaubens sowohl gegen die Sufis als auch ihre eingeführten abweichenden Glauben und Praktiken. Im Laufe der Zeit erhob Allah subhanahu wa ta'ala weitere Imame und Verteidiger des wahren Tawhid, die die vollkommenen irregeleiteten Denkweise, den ketzerischen Glauben und die abweichenden Praktiken der Sufis bloßlegten, die fast die gesamte muslimische Welt überschütteten. Meine lieben Brüder und Schwestern, betrachten wir nun der Glaube der Sufis, der Glaube hinsichtlich Allah subhanahu wa ta'ala. Die Sufis haben verschiedene Arten des Glaubens an Allah. Al-Hallaj und diejenigen, die seinem irregeführten Weg folgten, glauben an die Inkarnation und dass Allahs Seele in alle Arten von Leben, sogar Tiere, wie zum Beispiel Kühe, Schweine, Esel und so weiter, erscheint. Allah wird vom Kufr und Schirk gepriesen, den die Ungläubigen ihm zuschreiben. Abu Yazid al-Bustani, ein berühmter, doch abgeehrter Sufi-Lehrer, sagte, Allah erhob mich einmal, das heißt zu ihm, erhob mich zwischen seine Hände und sagte zu mir, O Abu Ziyad, meine Schöpfung will auf dich blicken. So sagte ich, verleih mir deine Einheit und lass mich deine Persönlichkeit anlegen, sodass deine Schöpfung, wenn sie mich sieht, sagen wird, wir haben dich, das heißt Allah, gesehen. So wirst du, dieser Bustani sein, während ich nicht hier sein werde. So übel und völlig abweichend dieser Glaube sicherlich ist, sind viele andere Sufis sogar noch einen Schritt weiter hin zum Kufr und Schirk gegangen, da sie glauben, dass alles und jeder Allah selbst ist. Sie sagen, dass es keinen Unterschied zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung gibt. Dieser schirk-polytheistische Glauben erschien im 3. Jahrhundert und nahm eine endgültige Form durch die Hand solcher berüchtigter, abweichender Sufi-Lehrer an, wie zum Beispiel Ibn Arabi, Ibn Sab'id, At-Tilmisani und Jilali, Abdul Ghani und An-Nablusi und anderen. Die Mehrheit der Sufi-Lehrer in der heutigen Zeit und eine Reihe ihrer Nachfolger nahm diese sehr deutliche Art des Kufr und Schirk, der, wie Ibn Taymiyyah rahimahullah und wahre Rechtsgelehrten bestätigt haben.